Ein Geräusch, bei dem sich die Nackenhaare nach oben stellen. Jeder 10. Deutsche hat Panik vor dem Zahnarzt. Honorata Weyer ist eine davon. Schon der Geruch von Desinfektionsmittel sorgt bei ihr für feuchte Hände. Heute soll ein Zahnimplantat bei ihr eingesetzt werden. Eine aufwendige OP. Im Wartezimmer versucht sie, sich mit Zeitschriften abzulenken, aber so richtig helfen tut auch das nicht. Die Nervosität ist einfach zu groß. Mir stören meistens die Zahnarztgeräusche, die Werkzeuge, die ich umherum sehe. Das macht mir Angst alles. Und auch natürlich das größte Angst ist vor dem Schmerz. Deswegen will sie heute mal etwas Neues ausprobieren. Lachgas. Zahnarzt Milan Michalides arbeitet seit Jahren mit dem Narkosemittel. Die Patienten sollen mit Hilfe des Gases ihre Ängste überwinden. In einem Vorgespräch ermittelt er, welche Narkose sich am besten eignet. Wenn wir einen echten Phobiker haben, der wirklich überhaupt gar keinen Zahnarzt sehen kann, dann machen wir eher eine Vollnarkose. Wenn wir einen Angstpatienten haben, der einfach nur sagt, Mensch, die Behandlung ist ein bisschen unangenehm, ich habe da ein bisschen Angst vor oder ist vielleicht Chirurgie, dann kann man es auch mit Lachgas machen, weil das Lachgas dann im Prinzip den gleichen Effekt hat, nur nicht ganz so aufwendig ist wie eine Vollnarkose. Die Nervosität ist Weyer deutlich anzusehen. Das zeigt auch ihr Puls, mit 100 Schlägen weit über dem Normalwert. Dass sie so angespannt beim Zahnarzt ist, liegt wie bei den meisten Angstpatienten an schlechten Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Also früher damals in Polen, wo ich noch Kind war, gab es damals einfach, also vielleicht gab es die, aber die wurden nicht angeboten, Betäubung. Und ich als Kind musste alles live erleben und das hat richtig doll wehgetan und höchstwahrscheinlich seitdem habe ich den Angst, also von dem Zahnarzt. Aber heute soll sie keine Schmerzen haben. Dass Lachgas etwas mit Lachen zu tun hat, ist kein Scherz. Bei einer Überdosierung fangen die Patienten tatsächlich an zu kichern. Das Gehirn bekommt in diesem Fall zu wenig Sauerstoff. Durch die richtige Dosierung entspannen sich aber die Patienten, werden fast schon gleichgültig. Trotz der Spritze und des OP-Bestecks, nach ein paar tiefen Atemzügen, ist Weyer die Ruhe selbst. Sehr schönes, entspanntes Gefühl. Ich bin gerade leicht betäubt. So ein leichter Rauschgefühl, aber sehr gut, entspannt. Ich habe keine Angst mehr. Also ich bin bereit für alles, was auf mich zukommt momentan, ja. Sehr nett, sehr schön. Dann beginnt die eigentliche OP. Mit dem Bohrer wird die betroffene Stelle vorbereitet. Danach wird das Implantat eingesetzt. Die Patientin gibt keinen Mucks von sich, wirkt ruhig und gelassen. Von ihrer anfänglichen Angst nichts mehr zu bemerken. Für Zahnarzt Michalides ein großer Gewinn. Es ist für beide Seiten oder für alle Beteiligten angenehmer. Der Patient ist entspannt, hat keine Angst, hat keine Schmerzen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Patient Angst hat. Wir können sauber arbeiten. Die Lachgasbehandlung hat eigentlich für alle Beteiligten Vorteile. Kurz nach der Behandlung kann Weyer schon wieder lächeln. Eine körperliche Abhängigkeit soll es nicht geben und auch die Organe werden bei richtiger Dosierung nicht beeinträchtigt. Viele Patienten sprechen bei der Lachgasbehandlung von einem tranceähnlichen Zustand. Eine Erfahrung, die auch Weyer gemacht hat. Mit so einem leichten Rauschgefühl, also ein bisschen schwindelig war mir schon, aber mir war eigentlich alles egal, was mit mir demnächst passiert. Und ich hatte so ein Gefühl, als ob das alles nicht mir passierte, sondern ja, sehr schön. Sobald die Maske ab ist, sind die Patienten innerhalb von Sekunden wieder voll bei Sinn. Sogar Autofahren ist danach kein Problem. Mit dem natürlichen Ausatmen entweicht das berauschende Gas komplett aus dem Körper. Für Weyer sicher, trotz der zusätzlichen Kosten von 50 Euro will sie auch das nächste Mal nicht auf Lachgas verzichten.